Surveillance, gleich Überwachung. Zu dem Thema haben Masterstudierende des Studiengangs Medienwissenschaft an der Uni Tübingen am Montag eine Tagung veranstaltet. Was sind Vorteile des Datensammelns? Wo liegen die Gefahren? Wie sah die Vergangenheit aus und wie gestaltet sich die Zukunft? Eine Reihe von Expertenvorträgen klärte die Zuhörer auf. Alexa, spiel Musik. Siri, Timer auf 10 Minuten. Wir alle kennen die digitalen Alltagshelfer, doch die speichern schnell mal ungewollt Daten ab. Genau wie viele andere digitale und für uns alltägliche Gegenstände. Kontrolle oder Komfort haben sich die Masterstudentin Luna Selle, Nathalie John und Alexandra Kratschew gefragt und im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts die wissenschaftliche Tagung zu dem Thema organisiert. Weil das aktueller denn je ist, also gerade mit NSA-Skandal, Snowden, es ist ja so eins nach dem anderen, was gerade kommt praktisch. Das ist ein Thema, was in den Nachrichten sehr, sehr aktuell ist. Und deswegen fanden wir es auch sehr, sehr spannend, uns mit dieser Tagung oder mit diesem Thema in Form dieser Tagung auseinanderzusetzen. Und einfach haben wir sehr, sehr gute Referenten gefunden, die so verschiedene Themen oder verschiedene Aspekte des Themas beleuchten können. Bei der Wahl der Referenten haben die Studentinnen vor allem darauf geachtet, besonders vielfältig auszusuchen. Wir haben zwei Wissenschaftler da, die eben so den theoretischen Aspekt der Überwachung beleuchten. Einerseits so ein bisschen in der Vergangenheit, wie war das früher, was gab es für Formen von Überwachung auch so in den letzten 100 Jahren bereits und dann auch so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Und dann haben wir wollten auch so ein bisschen diesen Service-Charakter haben, deswegen haben wir auch einen den Herrn Engler eingeladen, der direkt aus der Praxis kommt, aus dem Marketing, der wird uns so ein bisschen was drüber erzählen, wie funktioniert es tatsächlich, wie werden wir beeinflusst, wie werden wir überwacht. Und dann haben wir noch eine Juristin da, die Frau Wilhelm, die erzählt uns ein bisschen was zum Thema DSGVO und beleuchtet den rechtlichen, juristischen Teil dieses Themas. Einer der wissenschaftlichen Redner ist Dietmar Kammerer. Sein Vortrag ging unter anderem auf die Geschichte des Computers und die polizeiliche Videoüberwachung ein. Außerdem sprach der Wissenschaftler über die Geschichte der Privatsphäre. Da finde ich sehr interessant, dass das Reden über Privatsphäre, über den Schutz der Privatsphäre schon über 120 Jahre alt ist, also schon in den 1890er Jahren, haben Leute Angst gehabt, dass ihre Privatsphäre nicht nur bedroht ist, sondern tatsächlich komplett zerstört werden könnte. Es gibt eine ganze Reihe von Aufsätzen, Artikeln in Zeitungen, beunruhigenden Kommentaren, dass all diesen neuen Erfindungen, diesen neuen Techniken, gemeint ist damit die Fotografie, der Film, das Grammophon, also die Schallplatte, das Telefon, all diese neuen Wundertechniken könnten unsere Privatsphäre bedrohen oder haben sie schon zerstört? Zusätzlich zu den Reden der Experten kam eine von den Studierenden durchgeführte öffentliche Debatte zu den Folgen der Überwachungsgesellschaft und Vorträge von Studenten und Studentinnen. Die Tagung war bereits die dritte ihrer Art. 2017 behandelten die Veranstaltungen das Thema Fake News. Im letzten Jahr ging es um die digitalen Möglichkeiten des Terrors.